Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind bei dem Planet mit der Argon-Atmosphäre aus letzter Folge, ihr erinnert euch. Und ich muss euch jetzt dazu holen, denn ich habe gerade hier gescannt und es gibt Elektrika, Salsa, irgendwie so. Dazu noch Bakterium und Fontigulua. Ja, Elektrika. Das sind dann wohl, wir sind hier nämlich beim K-Stern, also kein weißes Licht vom Stern. Dann sind es wohl diese, ach wie heißen die nochmal, die Radialem, würde ich jetzt mal sehr stark vermuten. So, Moment, das ist hier irgendwie... Na komm, Platz ist in der kleinsten Hütte, mir fliehe einfach hier irgendwo mal runter. Und Elektrika, die nehmen wir natürlich sowas von mit. Tja, das sieht alles ein bisschen komisch aus. Ja. Ja, komm, einfach mal hier runter. Wird schon passen. Ja, inwiefern man das andere Zeug mitnehmen, Bakterium von Tigulua sei dahingestellt, das kommt einfach drauf an, wie gut man das finde. Elektrika will ich auf jeden Fall haben, wenn man da schon mal auf sowas stoße. Ich kann mich daran erinnern, ja, Planete mit Edelgasatmosphäre. Oh, what the frick? Alter, wie sieht denn das aus? Das ist ganz klar gefroren, das Eis. Na anyway, habe ich kratzt nicht den Homie, ist gut durchgefroren. Naja, sollten wir auf dem Eisplanet annehmen, oder? So einiges. Jo, radialem, wunderbar. Na komm. Hallo? Bakterium vesicula cyan. So, und aber unser Hauptdarsteller ist doch Elektrika radialem Cyan. Jo. Oh, wunderbar. Und in die können wir auch eventuell muss gerne. Könnte man nicht. Und noch Fontigula campestris Smaragd. Ja, so, dann würde ich doch sagen, wir steigen hier mal ab, müssen wir in irgendeiner Art den SAV, nö, müssen wir nicht, nö, da müsste ich nur wieder anschalten, hab ich jetzt keine Lust drauf, machen wir alles aus dem Schiff raus. Ja, gefroren, es hält, zack, Riss im Eis, mir versinke, wah. Das wäre auch so ein cooles Feature. Den Eisplanete. Wenn sie nicht ganz durchgefrorenen Risse im Eis, wo der Raumschiff inbricht. 6,2 Millionen Credits. Und guck mal, die ist noch ganz klein. Oh, guck mal hier, hier. Oh, der Nebel im Hintergrund. Das ist mega. Das ist mega. So, gut. Ist ja cool, wenn man da auch noch so rutschen wird. Also du springst quasi, trägst dann immer nur vorne, wenn du landest oder wenn du läufst, dass du noch so ein bisschen rutschen durch auf deiner Eisoberfläche. Das wäre auch cool. Aber wir haben wohl
gute Stiefel, die das verhindere. Auch gut. So. Ja, Funiculua, die sind nicht zu übersehen. Aber wir schnappen uns erstmal die Kollegen hier natürlich. Weil die finde ich irgendwie nicht oft. Willst du mich veralbern? Gibt's doch nicht. Das war jetzt wahrscheinlich nur 3 Meter oder so, wo es gefehlt hat. Könnte ich mir vorstellen. Nimm mal die. Upsa, kann ich hier nicht landen. So ist aber auch. So, das passt aber. Schön hier. Guter Landeplatz gesucht. So, sorry, ich muss gerade noch ein bisschen husten. So, dann schnappen wir uns die letzten und gucke, dass wir vielleicht irgendwo landen, wo direkt Funiculua an der Nähe sind. Hallo, wo ist es denn dann noch einmal ein paar? Hier, bist du eins? Du bist eins. Ja, dann nimm mal das hier. Nee, bist du nicht? Hast du getarnt. Bist du auch von Funiculua? Vielleicht wollen die mehr hier unten auf dem Eis stehen. Man weiß es nicht. Ich glaube, da holen wir uns am besten die mal finde und. Ja, guck mal, das ist doch genehm. Das passt doch, dass du. Okay, ich dachte schon, er hätte dabei wieder eine Black Screen Wacke gehabt. Gott sei Dank. Okay, wunderbar. Das war übrigens der einzige neue Codex-Eintrag. Bei der anderen kenne mal die Farbe und Form schon. Und die da nehmen wir jetzt eigentlich nur mit, weil, ja, weil man sie relativ leicht aufsammeln kann. Ich würde sagen, hier fliehe jetzt nochmal zurück. Also in die Richtung, wo wir herkommen. Weil wir schon lange
Bakteriemedizin. Reicht das doch schon? Ich habe keine Ahnung. Kommt das, da müsste aber reichen. So wählerisch. Mrs. Kielbeck, bitte. Her, ich weiß es gar nicht. Dann ist eine Bakterie. Nee, sind es nicht. Sind es nicht. Ich hätte es natürlich irgendwo gerne einen Landeplatz, wo es auch Bakterien in der Nähe gibt. Sind die wirklich nur auf dem Eis oder? Sind. Tatsächlich wahrscheinlich nur auf dem Eis hier oben. Hopp, da unten. Wo sind irgendwelche Funticula in der Nähe? Kann man das nicht kombinieren? Nee, kann man nicht. Das ist aber ungut. Na, anyway. Dann landen wir halt einfach so, würde ich sagen. Dann landen wir einfach so und hole die Bakterie dann im Nachgang. Machen könnte. Wir stellen uns mal noch in deine Wald hier und machen noch ein Bild schön Richtung Nebel. Die Bergkette könnte man noch mitnehmen. So, dann Bakterie. Die sind zwar auch nichts wert, aber die will ich jetzt halt auch noch mitnehmen, weil es die hier halt gibt. Also hier gerade in der Region, wo wir eh schon sind. Da sollte man die auch dann mitnehmen. So, die erste war, glaube ich, hinter uns irgendwo. Na, guck mal. Also fast wie geplant, oder? Hallo? Bakterium? Wo bist du?
da hin. So, auch 1 Million ja, Bakterien wie sie cooler hört sich immer so anders und so selten an, aber bringt auch nichts. Naja. So, und jetzt einfach nur ja, diese Richtung würde ich sagen, bis ich mal was finde. Gehe doch tatsächlich mal in Richtung dem Eis. Eventuell findet man es dort besser. Und da vorne, oder? So, noch eins. Ja, ob der Nähe wären soll, das ist ein bisschen nah. Ja, nimm mal doch du nur das. Das könnte eventuell schon ausreichen. Ah, da vorne. Sehr schön. Na komm. Gut, damit wären wir auf dem Planet fertig. Sprich, mir könne hier aufräumen. So, warte mal. Da haben wir Bookmark im System. Das machen wir mal weg. Und ja, dann fliegen wir halt wieder hier hin. Da wissen wir, wir haben hier schon... Nein. Nein. Mich verklickt. Hier hin. Ich habe das falsche System gebookmarkt, ich Idiot oder was? Moment. Ich habe... Ach. Wieso? Ach nee, ach ja, das war das andere Bookmark nah am Stern. Stimmt. Ich vergaß. Was bist du? Jetzt hier endlich. Achso, da hinten wollen wir nur hin. Aha. Hier wollen wir hin. Das hier. Und zwar, ja, da sind wir hier schon fertig. Da haben wir schon das den Planeten erfasst. Und jetzt wollen wir. Wo wollen wir hin? Hier oder hier? Ja, eigentlich würde ich mit dem gerne anfangen, weil das ist das Interessantere, dass da... Das ist eigentlich egal. So, ich... Hab ich hier... Nee, so, wurde geplant. Aber das, ja, mehr oder weniger ist das Stoff fürs nächste Mal. Mir fliege jetzt zumindest noch schön hin. Ins System. Weil dort im System müssen wir sehr schon mal ja, gute 85.000 Lichtsekunden fliegen. Ich glaube, naja, das mache ich jetzt nicht, dann hängst du nur dran. Ja, prinzipiell könnte man es aber auch machen, dass man
noch zu dem anderen Planet fliehe, wo es mit der Stickstoffatmosphäre, denn da haben wir ja auch relativ schnell abgehandelt, hoffe ich doch. Wäre eventuell eine Möglichkeit. So, wir haben sie ja schon kurz hier drauf. Ich glaube, das könnte man machen. Dass wir hier Stickstoff 2, dann markieren wir das hier mal. Ein bisschen haben wir hier noch Zeit. 20 Minuten ist vielleicht ein bisschen knapp. Was machen wir? Ich will jetzt hin und deine Planete mal noch verarbeiten, sozusagen. Bis gleich. So, da sind wir schon. Ich habe den Planet auch schon gescannt. Bakterien von Ticulua. Für uns ist eher ersteres interessant. Aber wir wollen natürlich auf die Tagseite. Auch wenn naja, die Nachtseite scheint auch relativ hell zu sein. Aber wir wollen auf die Tagseite. Natürlich. Und würde ich sagen, man mag gar kein Geschiss mehr. Fliege einfach hier hin. Wir tun kurz noch was gucken. Ganz grob in die Richtung orientiere vielleicht. Treffen wir zufällige Gegend, wo es auch von Ticulua gibt. Ja, egal. Aber wie gesagt, Augenmerk ist definitiv Bakterie. Die bringen doch ein bisschen mehr in als die von Ticulua in diesem Fall. Oh, und ich glaube nur Denner vielleicht, oder? Was denn das nochmal? 7 oder 8 Millionen? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann sind wir, also spätestens sind wir die von Ticulua noch aufsammeln, sofern wir sie hier finden, weil ich habe jetzt irgendwie keine Lust für noch Standortwechsel zu machen, da wird ne? Dann sind wir verdächtig nah oder schon drüber über die 600 Millionen. Hohoho. Das wird was. Egal, einfach hier runter und hoffe, dass man die Bakterie finde. Das sieht mir jetzt nur diesem Oberflächentyp aus, wo sich die Bakterie ab und zu nur verstecke, weil generell findet man die in Formen ja recht gut. Also das heißt, wenn du so eine Eisfläche treffe durch oder die halt so aussieht wie so gefrorener See, dann finde ich die relativ gut. Bei diesem Untergrund hier, der mehr so eine Schneewüste aussieht, oder gefrorener Schnee, ist das immer so, kann so ein bisschen kritisch sein. Vor allem, wenn man direkt dem Stern entgegenflieht, im Horizont. Und von Ticulua gibt es hier erst recht kennen. Na super. Ja, eventuell waren wir auch ein bisschen hoch, aber das sollte eigentlich egal sein. Also wenn nicht, mache ich nochmal Standortwechsel, das ist auch kein Problem. Schlechter Landeplatz ausgesucht. Der ist nicht gut. Moment, war denn was? Oder da
da vorne, guck mal, da sind doch. Bakterium in Form im Rot. Gut, über die Farbwahl können wir nochmal diskutieren, aber. Auch die Kombination aus Informemo-Mod und Rot kennen wir schon. Das ist gut. 8,4 Millionen. Ja, damit sind wir über das 600 Millionen dann, wenn wir die gesammelt haben. Wunderbar. So, und wir haben die Bestätigung quasi, dass es hier Bakterien gibt. Müssen wir nur noch den Rest finden. Easy, oder? Ja, der Nebel war, aber das war jetzt ein bisschen nah dran. Wir wissen auch, wie sie aussehen. Oh, da zum Beispiel. Das ist komisch wäre, aber wir nehmen einfach. Gucken wir mal. Komm, hopp, du bist nicht so ein großes Schiff. Benimm dich. Benimm dich und lande. Ach cool. Stern am Himmel. Wunderbar, so, wir müssen dann, ja, guck mal, direkt hier, sehr schön, oder können wir auch ein Bild machen, einwandfrei. Ja, genau so. So, einmal noch und ja, die Funicular, die lasse ich aus. Da habe ich jetzt geduscht, den Landeplatz nochmal zu wechseln. Oh, da sind direkt. Probieren wir mal einfach. Das schon reicht oder ob das jetzt ein bisschen zu knapp war. Oh, wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir bei 600 Millionen mit dem Biodata. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge beim nächsten Mal. Nee, nicht hier. Beim nächsten Mal. Und fliegen wir hier hin. Zu diesem Planeten, denn Schwefeldioxid und 2. Eiswelt. Eventuell gibt es dort Rezepte, das wäre mega. Ansonsten halt nicht. Ja und. Ja, sorry. Ich würde sagen, wenn es dort Rezepte gibt, dann sehen wir uns auf jeden Fall dort. Gibt es die dort nicht? Dann sehen wir uns irgendwo auf dem weiteren Weg. Ja, ich wünsche euch dann schon mal eine schöne Woche und. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.